Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde, Gaukler, Kuft und Geschütze. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich wieder aufs Spiel. Das wird wieder ein hartes Stück Arbeit. Im Sommer geht alles früh los. So, wir haben uns noch überlegt, ob wir hier so einen Landsitz uns kaufen. Und dann haben wir halt echt kein Geld mehr. Nur noch ein bisschen was auf unserer Bank. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht dann, wenn dann, aber nicht da oben, weil wir haben da irgendwie gar nichts, oder? Vielleicht dann doch hier unten? Ja, das ist immer keine leichte Entscheidung, oder? Hier ist so weit weg. Ich weiß es nicht. Wollen wir das bauen? Boah, ich bin gerade echt hin und her gerissen. Ich meine, es bringt nicht so viel, aber so als Prestigeprojekt. Ich fände es am schönsten hier unten. Da ist irgendwie auch sehr viel Platz. Kommt, Leute, als Prestigeprojekt. Einfach nur, weil wir es können. Und weil wir hier demonstrieren wollen, wie stark und mächtig wir sind, bauen wir das jetzt hier hin. Zack. 8 Jahre dauert das Ganze und wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld mehr. Können wir was verkaufen, bitte? Ja. Wir brauchen wieder frisches Geld. Vor allem wollen wir dann eigentlich Wirtshäuser kaufen, ne? Eiche. 3 Stück. Wow. So, dann kümmern wir uns hier mal gleich wieder um unsere Geschäfte. Ein paar Beschläge haben wir hier. Ein bisschen Eiche, es ist nicht viel. Kiefernholz brauchen wir auch wieder. In Ordnung. So. Genau, natürlich sind jetzt hier alle Ämter besetzt. Deswegen werden wir jetzt hier einfach leider, auch wenn wir den Mann mögen und wenn das unser Schwager, glaube ich, ist, eine Absetzung beantragen. Ja, Zwergenhöhe, das müsste unser Schwager sein. Tut mir leid. Aber politisch schreiten wir vor nichts zurück. Eieieiei, ich hab mal die Preise der Schutzkreuze an. Ja, und auch Eine die Hochzeit Gehstücke. findet statt. Das lohnt sich gerade gar nicht. Wir schauen nochmal in unsere Schenke. Die hat jetzt aber noch kein Geld abgeworfen. Ich glaube, das dauert immer ein bisschen. Können wir schon aufwerten? Ne, wir brauchen noch einen Gibt es Meistertitel. Arbeit? Boah, die produzieren hier fleißig. Das sind natürlich alles noch Lehrlinge, deswegen dauert es länger. Wir könnten mal ein Dünnbier verkaufen. Die restlichen Die lasse ich immer mal Renovierung gern auf eines alten Lager. Gebäudes ist abgeschlossen. So. Renovierung, ja gut, viel haben wir nicht renoviert. Palazzo können wir jetzt leider auch noch nicht renovieren. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Ja. Oder ist doch schon unser Karren? Da wird Kiefernholz mal gekauft. Da wird Eiche gekauft. Und Eisen ist wieder teurer geworden. Das ist auch teuer. Gold ist recht billig. Da hoffen wir jetzt mal, dass wir schnell heimkommen und nicht überfallen werden. Jetzt ist es nämlich wieder gestiegen hier alles. Komm, wir kaufen hier. Wir kaufen hier alles leer. So, bitte einmal schnell bei uns ankommen. Das ist nämlich richtig viel Gold, was wir gerade transportieren. Ja, langsam wird es hier wieder etwas enger. Ja, sehr schön. Das ganze Gold kam an. So gehört sich das. Ja, gut. Ah, unsere Holzzapfen sind nicht so viel. Wir werden wieder mal ein paar mehr machen. Ach nee, das ist jetzt billig. Ist jetzt. Da ist der Preis gesunken, leider. Wie sieht's hier aus mit dem Preis? Oh ja, die Gerste ist gerade richtig gut. Rocken ist gerade ein bisschen teuer. So. Einmal bitte zurück. Kämme, Armbrust, Buche, keine Eiche, Kiefernholz. Das wird echt auch nicht billiger.
Ja, gut. So, ich wollte mal kurz nochmal schauen. Ja, Steinsoldat, der ist sogar billig. Wird gekauft. Schiefertafel gibt's nicht. Steinkreisel auch nicht. Dann machen wir jetzt hier mal unserem Titus Flavius eine kleine Freude. Bei unserem Sohn. Der Nachwuchs spielt stundenlang voller Begeisterung mit dem Steinsoldat und lernt schon unbewusst für sein Leben. Schauen wir uns mal an, ob er da jetzt was bekommen hat. Kampf 1 Stern. Oh, na gut. Weiß ich jetzt nicht, was er vorher hatte. Vielleicht 0 Sterne. Hätten wir vorher mal schauen müssen. Ach, 2 Eiche ist doch gar nichts. Ist da gerade wieder was gewesen? Nochmal 2 Eiche. Wow. Ein Bürgerhaus hat da jetzt jemand. Das ist uns egal. Wir haben ein Palazzo. Wir sind steinreich. Wenigstens von den Gebäuden. Geld haben wir leider gerade echt nicht viel. Wir sollten trotzdem, ja gut, wir produzieren hier derzeit einfach nur des Produzierens wegen. Hier ein bisschen Weingeist wieder machen. Aber ich finde, wo ist denn unser Warenlager hier? Ach, das ist... Nee, nicht du, lieber Schankjunge. Na, kommt. So, jetzt hier. Die Kapazität können wir bitte mal erhöhen. Das wäre mir ganz lieb. So. Ach, unser Geheimversteck, ja. Oh ja, wir können sogar wieder hier einen neuen Meistertitel erlangen. Ich wollte mal kurz schauen, was haben wir denn alles so? Oh, im Kampf haben wir gar nichts. Ja gut, brauchen wir eigentlich auch derzeit überhaupt nicht. Ich will noch mal hier... Ach nee, wir haben schon 4 Stufen. Dann Handwerk, bitte. Um mit diesem Wissen einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Ja, und jetzt haben wir natürlich kein Geld, um unser Wirtshaus aufzurüsten. Ach, herrje. Ja, war vielleicht doch nicht so gut, aber ich meine, es dauert halt 8 Jahre. Und wenn wir am Ende des Let's Plays das auch noch sehen wollen, hier unser Landsitz, dann wollte ich es euch schon zeigen. Aber wir können ja in der Zeit wieder ein bisschen Geld verdienen. Jetzt hätte ich das schon fast verkauft. Wie weit wollen wir kaufen? So. So, die Preise können von mir aus jetzt mal wieder steigen, dass wir hier ein bisschen was verkaufen können. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wir brauchen jetzt wieder Geld. In einem eurer Tischlerbetriebe mangelt es an Gehstöcke. Ja, die waren zu billig. In einem eurer Tischlerbetriebe mangelt es an Rohstoffen. Gut, dass wir wieder was hingeschickt haben. Das war knapp. Oh, Gehstöcke bringen gerade richtig Geld. Sehr gut. Ja, Kiefernholz ist auch gerade so teuer. Wo ist eigentlich unser großer Karren? Haben wir den schon wieder? Ja. Es ist hier ein geschäftiges Treiben, was wir hier machen. Bisschen Eiche. Ja. Das gibt's doch nicht. Alles so teuer. Buche lohnt. Ja, Buche lohnt sich schon noch. Ich glaube schon. Und Kiefernholz lohnt sich wieder. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Schankwirt. Schön. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke und das Wirtshaus. Gezeichnet die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Das freut mich. Wir schauen mal kurz, wie viel das kostet, das aufzuwerten. 5700. Ja, das machen wir doch direkt. So viel Geld haben wir. So, und jetzt können wir auch andere Wirtshäuser kaufen. Ich wollte ja vor allem das hier noch haben. Wie viel? Boah, 12.000 ist das wert. Auch wenn ich es ungern mache, weil das Geld ja hier für uns arbeitet. Ach je. Wir haben kaum hier noch Geld. So. Ich will wenigstens ein Wirtshaus direkt hier kaufen. Das ist doch das Nächste, oder? Zum Marktplatz. Ich denke schon. Doch, doch. Das muss nur einmal hier außen rumfahren. Und das ist eh in keinem guten Zustand. Wir machen erstmal 10.000 als Angebot. Erstmal 10.000. Wurde aber wahrscheinlich abgelehnt. Gehe ich mal wenigstens stark davon aus.
Abgelehnt, jawohl. Ach nee, ein Überfall. Verdammt. Das ist wieder unsere Armbrust und unser Kamm, der hier überfallen wird. Also langsam geht mir das echt auf den... Wir haben doch da mal einen Spion losgeschickt, hat denn der nichts gefunden? Das gibt's doch gar nicht. Haben wir hier keine Beweise gefunden? Wir versuchen mal wieder das Mittlere, aber es wird wahrscheinlich diesmal schief laufen. Ah, die Ladung ist zu schwer. Wir haben verloren. Carsten Heppner. Den Typen müssen wir uns merken. Der hat uns jetzt schon wieder Geld abgenommen. Verdammte Schande. Ich hasse diese Räuber. Für uns ehrliche Handwerker ist das eine Schande. Das ist halt auch unfair. Wir können hier keine... Können wir hier was reinschreiben? Wir können mal 11.000 abschicken. Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Oh, Kiefernholz. Das muss mir schnell kaufen. Das lohnt sich ja auch noch, finde ich. Ja. Ja, da haben wir jetzt natürlich wieder kein Geld verdient hier. Ach, hey. Ja, Gehstücke könnte man noch verkaufen. Alles andere lohnt sich leider auch nicht. Ich wollte irgendwas in unserer Villa nachschauen. Spione, genau, ob wir irgendwelche weiteren Beweise haben. Nein, wir haben echt nur diesen einen Beweis von diesem Kupferberg. Was ist mit dem Laurenz irgendwas? Hat er auch ein Ehrenamt? Nee. Talentanstieg. Aber wir haben doch noch Aktionspunkte. Hinterzimmer bitte. Oh, hoffentlich kommen wir da noch rechtzeitig hin. Ach nee, das kostet 6. Dann. Ah nee, bei Bibliothek war das Falsche. Ja gut, dann müssen wir jetzt nach Hause gehen. Dann ist es leider vorbei. Ja, es ist Zeit nach Hause zu gehen, ist in Ordnung. Ja, wir haben natürlich sehr viel ausgegeben jetzt für Gebäudekosten. Jawohl. Aber es gibt noch eine Absetzungswahl. Oder? Oder ist derjenige vielleicht gestorben und es gibt keine Absetzung? Oh, das ist aber jetzt seltsam. Was ist denn hier? Eine Missernte verursacht Hunger und dreimal Hunger. Ach je. Roggen und Weizenkorn steigt von 3 bis 4 Mark der Scheffel in normalen Zeiten auf 8 bis 11 und 9 bis 12 Mark. Ach je. Eine Hungersnot, in der wir jetzt sind. Das ist natürlich für uns Wirt als Wirt sehr schlecht. Wie viele sind schon tot, wie viele liegen schon ausgemerkelt in ihren Kammern, dass der Totengräber schon sich auf den Weg zu machen bereit. Büßet ihr Sündigen und betet, Gottes Zorn hat uns getroffen. Die Bürgermeister, der Rat, der Gräve und die Schöffen verfassen eine Sammlung des kölnischen Gewohnheitsstadtrechts und setzen dies in Kraft. Oh, der Fluss hat schon keine Fische mehr. Was tut Buße, ihr Leute, abzuwenden oder zu mildern die göttliche Strafe? In der großen Stadt wüten Krankheit und Sieche, die Ärzte wissen meist auch keinen Rat mehr, viele sind auf klapprigen Knochen zu Wallfahrten aufgebrochen. Ansonsten Prozessionen. Ein Hauch des Schattenreichs liegt über der Stadt. Ach herrje, König Sigismund, auch der stirbt noch in dieser Zeit, also 1437 ist kein gutes Jahr für Köln. König Sigismund stirbt, es laufen Gerüchte, er wäre vergiftet worden. Was? Das Konzil von Basel spaltet sich. Entgegen seiner in seinen Schriften hergeleiteten Überzeugungen tritt Nikolaus von Kyß auf die Seite des Papstes, Eugen IV., der das Konzil nach Italien verlegen will, weil es ihm zu radikal geworden war. Aber nur ein Teil der Konzilianten folgt dem Ruf des Papstes und die anderen bleiben in Basel. Nun gibt es zwei Konzilien. Das Konzilienschisma, ach herrje. Ja, und mit diesem Chaos im Heiligen Römischen Reich und in Köln verlassen wir erstmal wieder die Gilde. Falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über jeden Like und jedes Abo. Ihr kennt es bis jetzt schon. Und dann ansonsten freue ich mich natürlich wieder auf die Fortsetzung von die Gilde. Mir macht es auf jeden Fall wieder immer noch richtig viel Spaß. Ich will noch unseren Flavius Titus heranwachsen sehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.